Guten Abend. Hallo. Ihr seid mal wieder bei dem Format, wo ich eure Ideen aus den Kommentaren in meiner Stadt umsetze. Und da hatten wir bis jetzt Sachen wie eine Stadt in der Form einer Toilette, die man kaum mehr erkennen kann, eine elegant geschnörkelte Straße über die Abwasserachterbahn, ein Freizeitpark im Industriegebiet, eine Stadt, wo jeder Straßentyp exakt einmal vorkommt und sich alle beschweren, weil die Autobahn viel zu laut ist, aber aus irgendeinem Grund funktioniert das trotzdem. Ich habe die Zeit angehalten in dem Game für die Aufnahme, damit es einfach nicht Nacht wird. Heißt, die hier unten leben in ewiger Dunkelheit. Naja, deren Pech. Du hast doch nicht alle am Baum. Schauen wir mal, was ihr euch heute Schönes überlegt habt. Bau mal eine Stadt in Form eines riesigen Schachbrettes. Das ist schon wieder infrastrukturell ein kompletter Griff ins Klo. Und warum ist hier einer mitten in der Luft verstorben? Anyway, ich muss mal kurz den Fluss umlenken, damit wir genug Platz haben. Und potenziell gibt es eine riesige Scheißeüberflutung. Ja, das sollten jetzt nicht zu große Schäden sein. Warte mal, ein Schachfeld ist ja gar nicht 10x10. Mein Mathe funktioniert überhaupt nicht. Wir müssen das nochmal neu machen. Vierspurige Straße mit dekorativem Gras. Dekorationen verringern die Lärmbelastung. Wie macht das Gras denn das? Magic. Naja, mir soll's recht sein. Also hier würde ich mich halt nicht mal mit Navi auskennen. Ich habe mal auf eine naturschonende Art und Weise die Felder eingefärbt. Wir haben Erdöl auf dem Boden ausgekippt, erzählt der USA nichts davon, sonst kriegen wir eins auf die Schnauze. Stellt euch mal vor, euer Bürgermeister zwingt euch, euren Garten entweder mit Erdöl oder mit Sand zu fluten, weil könnte ja ganz hübsch aussehen, falls man mal mit dem Helikopter drüber fliegt. Ach ja, und ich habe auch alle Bäume rausgerissen. This is all wrong. Als Pferde machen wir Polizeistationen, das sind diese coolen Polizisten auf dem Pferd. Oder die Fahrradcops. Die Könige sind Mülldeponien, weil ganz ehrlich, das sind die größten Lappen. Und die Königinnen Friedhöfe, weil das sind die einzigen, mit denen ich Kills schaffe. Du bist einer der schlechtesten Spieler, die ich kenne. Warum fliegt dein Flugzeug in unseren Turm? Ich distanziere mich davon. Das geht zu weit. Und ein paar Parkplätze als Bauern, weil für die von euch, die neu sind, Parkplätze gelten hier als Freizeitattraktionen und niemand weiß genau warum. Heißt, da kommen jetzt ganz viele Leute. Das Ganze hat uns finanziell halt komplett ins Minus gescheppert. Hier müssen jetzt erstmal echt viele Leute einziehen. Ich glaube, der Apparat hier erfüllt auch nicht unbedingt die Sicherheitskriterien. Da kommt der TÜV und haut dir die Fressluke ein. Ich musste für den neuen Bewohner die Abwasserentsorgung etwas ausbauen und habe die eventuell etwas schlecht platziert. Ekelhaft! Oh nein, der arbeitet ehrenamtlich bei der Arztpraxis. Da tut's mir halt schon ein bisschen leid. Alles klar, die fahren einfach wieder weiter. Gönnt euch. Also wir sind finanziell wieder im Plus, also ich sehe hier kein Problem. Das sieht doch gut aus. Als ob genau hier eine Mulde ist, dass dieses Plumpsklo jetzt die ganze Zeit hier bleibt. Und meine Leute sind auch noch so dämlich und fahren da die ganze Zeit rein. Naja, das wird sich schon legen. Oder bau doch mal einen Kreisverkehr im Kreisverkehr im Kreisverkehr im Kreisverkehr im Kreisverkehr. Stopp. Ich habe etwas herausgefunden. Wenn ich die Straßen nicht normal baue, sondern die Mod-Roundabout-Bilder nutze, kann ich zwei Kreisverkehre einfach übereinander legen. Wow. Wenn ich das richtig sehe, kann man aber nicht von einem Kreisverkehr in den nächsten reinfahren. Das sind einfach komplett eigenständige Städte, die ineinander verbunden sind. Like, der Kollege hier kann seinen Nachbarn nicht besuchen gehen. Okay, es ergibt sich schon mal ein Problem. Wie soll ich denn hier wissen, wann ich jede einzelne Stadt mit der Autobahn verbunden habe? Da geht halt überhaupt nichts mehr. Das hier sieht schon etwas brauchbarer aus. Die Autobahn ist halt vorher schon komplett überlastet. Das ist so sinnlos. Das ist grober Unfug, ja? Ich hoffe, in City Skylines 2 bekommt ihr das auch wirklich mal geschissen, dass die Leute mehr als eine Autobahnspur benutzen. Sollte ja Industrie nie zu nah an den Wohngebieten sein. Wie soll ich denn das hier hinkriegen? Hier ist alles nah an allem dran. Die Reichweite von Grundschulen ist halt ein absoluter Witz, als ob hier jetzt jeder Kreis eine eigene Grundschule kriegt. Ihr habt eine komplette Schraube locker. Da können die Kinder ruhig mal die paar Meter auf der Autobahn latschen. By the way, bekommen meine Städte jetzt tatsächlich mal Bildung. Etwas, was ich früher nie gemacht habe, weil ich herausgefunden habe, dass Bildung dafür verantwortlich ist, wie viel Müll die produzieren. Ach so. Ja, das bedeutet, meine alten Städte waren so dumm, dass die auf die Straße geschissen haben, weil sie den Mülleimer nicht getroffen haben und deswegen alle gestorben sind. Als ob er nie scheißen geht. Und ja, ich gehe davon aus, dass meine Stadt den Mülleimer scheißt, bei dem, was ich hier schon miterlebt habe. Und da kommt schon wieder die Kolonne an Müllwagen. Es ist halt echt nicht normal, wie viel Müll ihr produziert. Da muss ich davon ausgehen, dass ihr da reinscheißt. Ihr habt doch jetzt Grundschulen. Lernt man da sowas nicht? Nee, habe ich keine Lust. Er hier hat sich auch einen geilen Bunker an der Autobahnauffahrt gebaut. Bist jetzt der Depp vom Dienst. Aber Hauptsache, das komplette Grundstück gehört denen. Wohnt einer von den 5 Leuten in der Hundehütte? By the way, wusstet ihr, dass die meisten Leute, die diese Videos gucken, nicht abonniert sind und trotzdem immer wieder kommen? Also wenn dir diese Videos gefallen, würde ich mich wirklich riesig über ein Abo freuen. Es würde mir einfach ermöglichen, diese Videos weiterhin regelmäßig zu machen, was zurzeit wirklich stressig ist. Es kostet nichts und man kann sich jederzeit wieder umentscheiden. Kuss geht raus an euch. Und damit ab zum nächsten Kommentar. Freust du dich? Dann lach doch mal. Bau mal eine Stadt, wo Peter Fox sich freuen wird. Also ich glaube, hier am Ende der Straße wäre noch Platz für ein Haus am See. So ein paar orange-braune Blätter liegen auf dem Weg. Er hat auch 20 Kinder oder anders gesagt eine ganze Grundschule für sich alleine. Und seine Frau ist schön. Wer von euch chillt jetzt auch? Alle kommen vorbei, er braucht nicht rauszugehen, weil das hier ist eine Einbahnstraße. Hier merkt man wieder, wie wichtig Kommasetzung ist. Ich hatte doch irgendwie im Kopf, dass er singt, wir grillen die Mamas, aber da kommt zum Glück ein Komma rein. By the way, im Hintergrund ist Peter Fox gerade ausgezogen, weil es hier echt scheiße ist. Ach Mensch, guck mal, seine 100 Enkel sind auch schon da, wie auch immer die hier hingekommen sind. Hä? Und Elon Musk fickt dein Mars-Projekt, es ist scheiße kalt, arschweit weg und wir haben Brandenburg entdeckt.
Um was geht's eigentlich in Peter Fox Texten? Ich habe das nie so ganz verstanden. Das wird dann irgendwie verwurstet. Und was hat der für ein magisches Haus am See? Aus dem See fließt halt übelst viel raus und richtig schnell, aber es fließt ja nichts rein. Wie funktioniert denn das? Ich glaube, der Peter hat hier sein eigenes kleines Wissenschaftsprojekt oder einfach nur sehr üppigen Stuhlgang. Oh! Bau mal eine Stadt für die AfD. Hä, ich hab doch schon ein Klo gebaut. Bau mal bitte Mario. Was sind denn alles so typische Elemente von einem Mario-Level? Hier so ein paar normale Klötze. Ja, die Piranha-Pflanze in der Röhre kann man schon so halbwegs erkennen, oder? Du bist hässlich. Und hier hinten das Ziel, aber der wichtigste fehlt natürlich noch. Wo ist Mario? Ich dachte, Mario Bart wäre ziemlich unlustig, aber anhand seiner T-Shirts merkt man, der ist ja absolut immer unlustig. Ich glaube, das wird halt besser, als ich erwartet hätte. Die Augen haben es einfach nur maximal creepy gemacht. Tja, er hat halt so geschwungene Augenbrauen, das kriege ich auf die Größe nicht hin, jetzt sieht er maximal grumpy aus. Wie soll denn hier eigentlich irgendjemand einziehen, vor allem auf den Klotz da? Und wer die Fahne erreicht, bekommt keinen Parkplatz. Nee, jetzt wären wir spendabel, der kriegt ein Parkhaus. Ja, wie meine alte Französischlehrerin sagen würde, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich habe keine Ahnung, was die mir damit sagen wollte. Ich meine, die hat auch immer gesagt, bei meiner Aussprache rollst dem Franzosen die Fußnägel hoch. Über den Feldweg mit Tempolimit 30 senkrecht auf die Autobahn draufheizen, da sehe ich uns. Das wird der nächste AAA-Titel von Nintendo. Super Mario scheißt auf die Straßenverkehrsordnung. Wieso sind denn jetzt hier ernsthaft Leute eingezogen? Wie seid ihr da hingekommen? Wie wollt ihr da wegkommen? Wie wollt ihr irgendwas machen? Also das Verkehrsaufkommen ist ein bisschen scheiße, aber ich würde mal sagen, noch im ertragbaren Bereich. Nein, ganz sicher nicht. Leute, ich mache so viele Wendemöglichkeiten, damit ihr euch ein bisschen verteilen könnt und nicht, damit ihr die Hälfte einfach im Kreis fährt. Warum fahrt ihr im Kreis? Ihr seid auf der Autobahn. Ich habe euch hier 4 Schulen hingestellt. Wieso seid ihr immer noch alle ungebildet und scheißt in den Mülleimer? Hört auf damit. Bau mal eine Stadt, wo zwischen der Stadt und der Autobahn Parkplätze sind, welcher Zugang Richtung Autobahn gelegt ist. Ich baue mal erst eine Straße, damit ich da ein Parkhaus hinsetzen kann. Wenn ich jetzt die Straße wieder lösche, also wenn das klappt, dann schaffen wir es, dass alle unsere Bewohner einmal durchs Parkhaus durchfahren müssen, bevor sie überhaupt in die Stadt können. Why would you do that? Ich meine, für was hat das Ding denn links und rechts eine Tür? Also es ziehen schon mal Leute ein. Was ist denn das hier eigentlich für ein Dark Souls Friedhof hinter unserer Stadt? Da würde ich auch nicht einziehen wollen. So, da kommt das erste Auto. Was machst du jetzt? Oh, er parkt außen und geht ins Parkhaus rein. Und das ist auch kein Tourist, der sich nur das Parkhaus anschauen möchte. Ja, sowas passiert hier öfter mal. Hä? Er ist verwirrt. Das sieht nicht gut aus. Ich raff's nicht. Alright, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie die Leute nicht verwirrt werden. Bei dem Parkhaus hat das nicht funktioniert, aber bei einem großen dekorativen Parkplatz können die Leute einfach hinfahren und von da aus weitergehen. Dieser kleine Abschnitt hier ist aber eine Einbahnstraße aus der Stadt raus. Heißt, hier kann keiner reinfahren und es wird auch keiner rausfahren, weil die dann ihr Auto nicht mehr zurückbekommen. Also summa summarum juckt's eigentlich niemandem. Heißt, bis auf so Sachen wie Polizei und Feuerwehr haben wir jetzt tatsächlich eine autofreie Stadt geschaffen. Und die ist trotzdem mit der Außenwelt verbunden und funktioniert. Abgesehen von den paar Leuten, die wirklich nur kommen, um sich den Parkplatz anzuschauen, die sind dann immer noch verwirrt. So, wie groß können wir die Stadt bauen, dass die trotzdem noch funktioniert? Ich glaube halt, dass sowas wie Industrie hier überhaupt nicht funktionieren wird, weil wie sollen die Franks Fischstäbchen mit dem Rucksack hier aus der Stadt rauswatscheln? Aber ich habe mal so ein bisschen Gewerbegebiet gemacht, mal schauen, wann die sich beschweren oder ob die das tatsächlich geschissen bekommen. Nein. Es gibt auch so ein paar Experten, die hier in dem Viertel wohnen und trotzdem den Parkplatz besuchen gehen, die verlieren dadurch einfach nur ihr Auto. Das steht jetzt hier für alle Ewigkeit, bis das es despawnt. Stupid. Ja, Ashton, das ist jetzt halt echt scheiße gelaufen, ne? Betonung liegt auf Laufen. So macht man Witze. Stimmt, es gibt Straßen, die nur für Busse sind, damit können wir unserer Stadt eigentlich noch helfen. Also von allen Buslinien, die wir bis jetzt gebaut haben, ist das, glaube ich, die dümmste. Es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Damit kommen jetzt die Leute, die kein Auto mehr haben, auch nach Hause. Unsere Geschäfte merken langsam die Lieferengpässe. Aber es hat ja eine Zeit lang funktioniert. Also ich glaube, wenn neue Geschäfte spawnen, dann haben die einfach direkt Ware am Anfang. Die Märkte funktionieren. Heißt, wenn die hier pleite gehen, dann macht hier ein neuer Laden auf und der versorgt dann wieder die Stadt. Das passt schon. Baue eine Stadt, die in Kreisen immer tiefer in den Boden geht. Ich habe eine Mod, mit der ich sehr genau das Gelände anpassen kann. Okay, vielleicht nicht die Pinselstärke voll aufdrehen, sonst sind wir gleich am Grundwasser. Sieht sogar echt ganz cool aus. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie verbunden bekommen. Also egal wie schräg ich das mache, das Gefälle ist halt immer viel zu steil. Warum reißt mich der scheiß Stein auf? Ich könnte die Straßen erst ein bisschen nach innen machen, hier auf eine Brücke setzen, dann ist es schon mal höher. Ist halt maximal hässlich, aber hey, es funktioniert. Wir nutzen jetzt hier auch mal Hochhäuser, einfach nur damit die Fensterfront gegen die Felswand zeigt. Es soll den Leuten ja auch nicht zu gut gehen. Von hier aus können Bürger und Touristen mit einem riesigen Chirperballon einen Ballonflug starten. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich den hier in die Mitte setze und die einfach nicht höher fliegen als die Stadtmauern. Okay, der fliegt deutlich weiter als ich dachte, aber gar nicht mal so hoch. Da stellt sich natürlich die Frage, kann ich den einsperren? Also da, wo Straßen sind, sind noch kleine Mulden, aber ich hoffe mal, das ist genug, um den Kollegen einzusperren. Mal gucken, wie der überhaupt wieder zurückkommt.
Alright, der Ballon wollte es nicht anders. Wir gehen auf maximale Bauhöhe. Der hat auch keine Gäste. Der fliegt nur, um mich zu ärgern. Du asoziales Element! Bruder, muss los! Ach, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Gesetze der Physik nicht für Heißluftballons gelten. Ich habe die Stadt doch gerade erst gebaut. Wirklich, jeder hat sich schon wieder eingemüllt. Ich habe die Müllverbrennungsanlage ganz nach unten gesetzt. Heißt, ihr könnt einfach immer euren Müll eine Etage weiter runterwerfen und irgendwann kommt er unten an. Außerdem stinkt es dann gegenüber von den Heißluftballons und ich finde, die haben das verdient, weil die waren frech. Oh! Meine Katze hat gerade geschissen. In dem Sinne, bis nächstes Mal.